Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Ich nehme mal wieder auf, es ist mittlerweile schon wieder fast eine Woche her. Kurzer Voice Crack. Es gab ja das Halloween Update, beziehungsweise es gab ja ganz viel. Ne? Also wenn ich eine Woche nicht aufnehme, ist schon wieder alles komplett anders. Es gab zwischendurch auch ganz andere Modi. Es gab diese Süßigkeiten-Diebe, aber das werde ich euch alles jetzt gleich mal erzählen, wie es weitergeht und was passiert ist. Wir spielen heute den neuen Modus und zwar Sturzballmeisterschaft ist wieder da. Und das hat es jetzt mal ziemlich gebockt. Ich habe mir diese Skin-Kombination einfach mal ausgesucht. Habe auch hier ein neues Gesicht. Grün glänzend. Gab viele coole Sachen im Shop. Und, genau. Ja, die letzte Folge war etwas kurz. Die ist jetzt auch schon wieder länger her. Ist mir gar nicht so kurz vorgekommen beim Aufnehmen. Deswegen, ja, die war tatsächlich, ja, sehr kurz. Unter 4 Minuten. Das wird sich jetzt hoffentlich wieder ändern. 32 sind wir. Das heißt 16, 16, 8, 8, 4, 4. Und dann vielleicht noch 2, 2, aber ich denke 4, 4 ist Finale. Naja, auf jeden Fall, ich habe letztens gelivestreamt, Fall Guys. Und zwar eben diese Süßigkeiten-Diebe. Da gab es ja das Update mit der Halloween-Map für ein paar Tage, übers Wochenende, übers Halloween-Wochenende quasi. Und das habe ich gestreamt und habe eben versucht, da die Challenge zu machen, die ich on-stream nicht geschafft habe. Wir haben an 2 Tagen gestreamt, ungefähr insgesamt so 2 Stunden. Hatten ein bisschen Pech mit dem Spawnen. Und weil wir als Wächter spawnen sollten, aber wir waren so oft Diebe. Auf jeden Fall hatten wir da ein paar coole Streams, ein paar kleine Streams. Und jetzt ist wieder alles quasi aktuell, weil dieser Stream war quasi aktueller als die Folgen, die da rauskamen. Junge, ich sehe gar nichts. Okay, die scheinen relativ aggressiv zu sein, die Blauen. Ja, dann haben wir eben gestreamt. Ich habe die Challenge dann quasi nicht geschafft. On-Stream, aber off-Stream habe ich sie noch zu Ende gemacht. Das heißt, ich habe alle Rewards bekommen. Und als Hauptreward waren diese Halloween-Stiefel. Halloween-Schlappen eher. Und die habe ich jetzt. Das ist ziemlich nice. Die wollte ich irgendwie haben. Die sehen echt cool aus. Und ja, ich habe natürlich immer mal wieder privat gezockt. Was wollte ich sagen? Ja, genau, ich habe immer mal wieder halt gecaptured, wenn ich normal spiele, also halt nur das Gameplay. Dann habe ich ein bisschen was eingeschickt bei Daily Moments, also dieser Kanal, der quasi Zusammenstellungen macht, WTF Moments. Und da wurde ich sogar reingenommen in ein Video. Ja, das heißt, da sieht man mich jetzt vielleicht auch öfters. Ich schicke immer mal wieder ein paar Sachen ein, die so ziemlich krass sind, die passieren. Okay, hier ist ziemlich ausgewogen, 1-1, ne? Ausgewogen, ähnlich wie meine Ernährung nicht. Okay, bin mal gespannt. Ich finde irgendwie Schlussball nice. Und mit 16, also 16, 16, das ist schon viel, ne? Also, schon ganz schönes Gerangel. 1-1. Na gut, am Anfang wird es wahrscheinlich noch nicht so viele Tore geben. Aber der Modus hat Potenzial. Also, ich finde den ganz cool. So, wir liegen hinten. Perfekt. Das sieht schon mal nicht gut aus. Ja, ich glaube, wir sind raus. Egal, wir machen heute einfach nur Sturzball. Erstmal ganz entspannt. Und jetzt eben, oh, fast ein Eigentor. Ja, das war's, okay, schade. Na gut, nächste Runde. Keine Ahnung, wie lange die Folge sein wird. Das ist jetzt, glaube ich, die 98. Folge. Und das heißt, nächste Folge ist noch eine normale, aber dann die 100. Die wird ein Special. So, dann noch eine Info. Ich habe ja quasi ein neues Format gestartet, wo ich gesagt habe, dass ich das jetzt öfter machen will und so. Und zwar Tischtennisreaktionen. Ich habe mir 2 Spiele angeschaut, jeweils von Franziska und von Boll. Also für die sich nicht auskennen, halt deutsche Spieler. Und hat irgendwie auch Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht so gefühlt, weil es irgendwie sehr lang war und irgendwie doch sehr anstrengend. Und eigentlich will ich das ja irgendwie auch genießen, die Spiele zum Anschauen. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich das jetzt lasse quasi. Ich schaue mir das jetzt alles noch privat an. Also halt die Sachen, die ich eh anschauen würde. Anstatt Reaction. Keine Ahnung. Hat auch irgendjemand unter den Kommentaren geschrieben, so, dass mein Gelaber nervt. Aber er hat das auch ziemlich blöd formuliert. Also, ja, dein Geschwätz nervt, glaube ich, hieß es einfach. Es war ein bisschen, keine Ahnung. Ja, der war ein bisschen mad, der war ein bisschen frustriert. Fand ich schade, weil es ist ja eine Reaction. Darauf sollte man sich einstellen bei einer Reaction. Ich finde das echt immer sehr. Es ist auch keine Kritik. So wie das formuliert wird, so konstruktiv ist ja gut, aber irgendwie hat mich das genervt. Und auch im, heute habe ich auch noch einen Kommentar bekommen, irgendwie im Lance Butters Video, in der Reaction.
da hieß es auch, dass ich zu viel rede. Der hat's immerhin relativ gut formuliert, nicht persönlich. Das heißt, das passt schon. Aber ich habe ihm dann halt auch geschrieben so, weil er hat dann geschrieben, ja, nicht bei jeder Zeile Stopp drücken und so. Ich habe halt gesagt, man muss diese Zeilen, diese guten Zeilen auch würdigen und das bin ich auch der Meinung. Und ich finde auch, also ich finde es übertrieben, es ist auch pauschalisierend zu sagen nach jeder Zeile, weil das stimmt nicht. Also das glaube ich, stimmt nicht. Nach jeder Zeile habe ich nicht pausiert. Und naja, irgendwie schwingt da immer so ein bisschen Wut, ein bisschen Persönliches mit, mir das Gefühl. Und das nervt mich. Und dann hat er auch irgendwie gesagt, ja, man merkt, dass du keine Kritik irgendwie verträgst oder das persönlich nimmst. Dann habe ich halt geschrieben, nee, ich habe das nicht persönlich gemeint, weil ich habe ihm nämlich noch geschrieben, dass er quasi dann halt, naja, dann halt, wenn meine Reaktion ihm nicht taugt, dass er sich halt einfach die EP so anschauen soll. Oder vielleicht gibt es noch andere Reactions, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt hier auch so groß bespreche. Auch wenn ich es nicht persönlich genommen habe, muss ich sagen, beschäftigt hat es mich trotzdem ein bisschen. So, wir haben die erste Runde gewonnen. Okay, wir sind 15 Leute. Eventuell kommt jetzt schon die letzte Runde, die dritte. 8 gegen 8, beziehungsweise 7 gegen 8. Ich glaube nicht, anscheinend nicht. Danach ist dann halt wahrscheinlich 4 gegen 4. 2 gegen 2 wäre auch interessant bei Sturzbar, aber ich glaube, das ist fast unmöglich, oder? Wie soll man das richtig machen? Schwer. Okay, wir sind wieder Team Gelb. Wir sind im Team mit den 8. Das heißt, sie sind, die haben, also Team Blau hat einen weniger. Ja, genau. Außerdem habe ich auch noch eine neue Table Tennis Yellow Cards Compilation hochgeladen. Eine kurze Version mit Jugendlichen aus einem Youth Contender, vor allem in Kairo, der Youth Contender, ich glaube fast nur. Das war ziemlich cool. Ah, Mann, was haben wir denn schon wieder für ein Team, ey? Aber gut, ich habe jetzt auch noch nicht wirklich viel gemacht hier. Ich muss sagen, mein Gameplay bisher war ziemlich weak. Aber ich habe auch null drauf geachtet. Ich musste erstmal auf mein Gelaber achten. Jetzt können wir uns ein bisschen mehr aufs Gameplay konzentrieren und haben direkt ein schönes Tor gemacht. Und wir führen damit wieder. Ich habe hier gelernt, dass wenn man hechtet, also am Boden ist und hechtet, bekommt der Ball meistens einen besseren Boost, als wenn man springt und hechtet, wie man jetzt gesehen hat. Latte und ist drin. Boah, das war... Oh, auch schönes Tor. Okay, wir sind im Finale, ziemlich safe. 4-1 ist ein deutlicher Lead. Apropos Lead, ich habe auch Musik gemacht, ganz viel. Das Album ist jetzt fast fertig. Es ist nicht mal mehr ein Song, der fehlt. Also, ein Song ist noch nicht vollständig. Der ist, also ein angefangener. Den noch zu Ende und dann ist es fertig geschrieben. Und zum Aufnehmen auch nur noch 2 Songs dann. Also, 12 Songs sind damit komplett fertig. Glaube ich. Ich glaube schon, ja. Ja, das heißt, ich habe mir einen großen Rahmen gegeben mit dem 13.01. Aber nachdem es Freitag der 13. ist, muss es einfach das sein. Und ja, das heißt, es ist auch kein Zeitdruck, aber im Endeffekt hätte ich es auch früher releasen können. Hätte ich jetzt auch schon im November oder Dezember machen können. Aber ja, keine Ahnung, jetzt die letzten Tage war einfach ziemlich krass so mit Musik. Da ging es richtig ab. Oder auch die letzten Wochen. Die letzten 2-3 Wochen waren richtig produktiv. Und da kamen richtig nice Songs raus. Also, wenn es euch interessiert, hört euch auf jeden Fall das Album an. Es ist ziemlich, ziemlich geil. Es ist das Geilste, was ich bisher gemacht habe, meiner Meinung nach. Und ich höre es auch selber gerne. Bin ziemlich stolz, was ich da geschrieben habe, tatsächlich. Auch thematisch, weil auch vom Soundbild habe ich hier und da mal was ganz Neues probiert. Wir haben sogar ein Feature drauf, ne, der Song mit Antonia. Also, das ist schon. Schon ziemlich cool und auch das Album, wo ich am meisten mich am meisten bemüht habe und was am meisten Substanz hat. Da steckt viel Persönlichkeit drin, manche Songs tun echt weh, das muss ich schon sagen. Und dann habe ich auch noch ein altes Ego quasi erfunden, also es viele Facetten und wenn ich jetzt mal so drauf gucke, weil ich habe hier die Tracklist gar nicht. Es ist ein Track, glaube ich, dabei. Nee, zwei. Zwei Tracks, glaube ich, die eine sehr positive Message haben. Und
hoffnungsvolle Message. Ja. Zwei oder, ja, ein paar. Vielleicht auch nur ein, keine Ahnung, nee. Nee, ich glaube zwei. Zwei sind's. Weil der eine, da weiß ich nicht, ob ich am Ende nochmal irgendwie eine Wendung, ob es da eine Wendung gibt, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das Outro, das ist auf jeden Fall so ein positiver Song. Das ist auch einfach cool, dass man als Outro was Positives hat. Das ist gut. Und der ist schon sehr, sehr traurig. Also positiv, aber halt, ja, rührend, sag ich mal. Ja, rührend trifft's gut. Okay, wir sind im Finale, glaube ich, jetzt. 4 gegen 4. Und steht 1-1. Ah, hier sind jetzt nur noch gute natürlich. Und wir haben ein Tor kassiert. Könnte da reingehen? Könnte da reingehen? Der geht rein. Lol. Oh, den kann er nicht mehr safen. Nice, das war mein Schuss. Come on, 2-2. Jetzt ein bisschen konzentrieren. Wäre schön, wenn wir das hier gewinnen würden. Oh ja, schön vorgepusht. Oh, hab ich da ein Tor gemacht, Junge, Junge. Sehr schön. Ja, Mann, das ist es. Und noch eins. Bruder, ich rasiere hier komplett. Ich habe 3 Tore gemacht von 4. Junge. Man wird auch besser. Also, das kann man echt gut trainieren. So, das macht echt Bock, Alter. So, ich... Ja, halte eben einfach mal fest. Oh, Digga, was... Junge. Oh, Digga, das ist hier komplett Zerstörung. 4 Tore habe ich jetzt gemacht. Und was für Tore? Digga, was passiert hier? Was für Skills, Digga. Und noch eins, Junge. Das ist die beste Sturzballrunde, die es je gab. Schau mal, die sind alle schon AFK. Schau, nur noch 2 sind da. Der eine ist AFK, der andere macht da irgendwas und die anderen haben schon geliebt. Nice. Und noch eins, komm. Ah, schade. Ich glaube, 5 Tore waren es jetzt. Und den hätte ich auch noch reingemacht. Junge, da muss man sagen, habe ich richtig rasiert. Nice, Mann. 5 Tore, ja. Habe ich auch das Abzeichen bekommen. Ich habe 5 Tore gemacht hier. So, und jetzt? Noch kein Finale? Also noch kein Sieg? Ist jetzt wirklich 2 gegen 2? Weil normal steht da ein Sieger und dann ist vorbei. 4 qualifiziert? 2 gegen 2 Sturzball, okay. Das, gab's das schon mal? Ich kann mich nicht daran erinnern. 2 gegen 2? Ist da ein kleineres Feld? Ah, nee. Ah, okay. Ah, verstehe. Das ist, am Ende ist so ein Random-Finale. Und zwar Rollbahn. Das ist ziemlich cool. Den Modus mag ich ja, aber ich glaube, der ist jetzt in der alten Oldschool-Variante ohne die Gravity. Genau. Ich mag das mit der Gravity ein bisschen mehr, aber das hier ist auch sehr spannend und sehr geil. Wir haben hier unsere Teammates quasi. Den Opa. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Das ist ein ziemlich cooler Skin. Ansonsten keine Ahnung. Ich habe halt immer so die Vermutung und die Hoffnung, dass quasi Leute, die diesen Sturzball-Modus spielen, nur Sturzball können, alles andere nicht können, so. Aber das ist seltener Fall. Ja. Dann gucken wir mal, was wir hier machen. Wir halten natürlich schön fest. Sonst haben wir direkt mal ein kleines Problem. Ah, da hätte man auch runterrutschen können, du. Das war close. Oh, wir haben aber scheiß Form hier, Alter. Wir haben nicht so geile Form, die hier kommen. Hier ein bisschen rumgucken. Okay, der Opa ächtet. Der ist noch fit auf den Beinen, der hat noch keine Arthrose anscheinend. Aber eine schöne, glänzende, bronzene Glatze. Mega. Ja, ich muss sagen, der Opa-Skin finde ich cool. Irgendwie, hat was. Ja. Ich kann die jetzt noch nicht so einschätzen. Okay, oh. Bitte, was? Okay, sie sind komplett Trash. Alter Schwede, war das. Die sind alle 3 auf einmal gestorben. Krass. Ich habe den noch gesehen, wie die alle 3 da runtergefallen sind. What the fuck, Alter? Ja, das war ja easy. Okay. Nehme ich mit. Wir sind Level 100 irgendwas. Als nächstes bekommen wir die goldene Hexe und Unterteil. Genau, Level 191. Wir sollten die 200 auf jeden Fall bald schaffen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.